Heute zur neuen Folge Phil und Falk. Welche Themen haben wir dabei? Heute die Thematik Drehbarkeit Korb bei der Hubrettungsbühne, wo sich die Bühne zur Drehleiter extrem differenziert im Bereich der drehbaren Funktion. Taktisch ein großer Unterschied. Bühne, Drehleiter. Und ich glaube, das schauen wir uns am besten in der Praxisform an. Lass uns starten, holen wir die Autos. Jetzt haben wir ja hier die Situation oder hätten die Situation, wenn man nicht die Drehkranzmitte so optimal positionieren kann für eine frontale Anleitersituation, müsste man jetzt beide Drehleiter über Eck anleitern, heißt auch über Eck ein- und aussteigen, weil der Drehleiterkorb nicht drehbar ist. Das werde ich euch jetzt hier einmal zeigen, denn indessen, dass ich mittig an den Balkon anleite. Hier sehen wir jetzt dann doch sehr gut, wir haben hier die Situation, dass wir über Eck quasi ein- und aussteigen müssten, weil der Drehleiterkorb nicht drehbar ausgeführt ist. Was natürlich dann in dem Fall der große Vorteil wäre beim Korb der Hubrettungsbühne. Falk, zeigst du uns das mal, wie das bei dir dann ausschaut? Das ist jetzt natürlich der große Vorteil der Bühne. Ich kann den Korb passend zum Objekt stellen, egal welche Stellplatzprobleme ich im unteren Bereich habe. Ich erreiche schön sauber in gerader Fläche den Balkon, das Fenster. Das wäre jetzt diese Geschichte, das gleiche wie beim Philipp auch. Ich kann noch die Arbeitsplattform hier nutzen und kann so schön sauber übersteigen. Philipp, ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Bühne und Drehleiter der Körbe. Ich glaube, man sieht es jetzt doch hier sehr eindrucksvoll. Ich glaube, bei den Balkonen, jetzt hier oben bei der Terrasse, sieht man doch recht deutlich die Unterschiede. Drehleiter, Positionierungsprobleme, Einstieg in den Korb versus der Bühne. Man sieht jetzt halt hier ganz klar deinen Vorteil, dass du von derselben Position, wo du mit einem Drehturm stehst, trotzdessen an unterschiedliche Positionen am Gebäude mit dem Korb immer optimal dran fahren kannst. Das ist, glaube ich, der große Benefit, dieser große Unterschied der Drehbarkeit des Korbes. Letztendlich natürlich auch, ich habe hier eine Nutzlast von 500 Kilo. Wie hast du meines Wissens auch bei der Drehleiter? Wie viele Personen kannst du zunehmen? Bei mir sind es ja genauso 500 Kilo 5 Personen, wie es bei dir 500 Kilo 5 Personen sind. Heißt, was die Nutzlast bzw. die Personenanzahl betrifft, was wir hier in den Korb einladen können oder beim Falk drüben in den Bühnenkorb einladen können, ist grundsätzlich erstmal identisch. Aber was ist denn bei dir flächentechnisch der Unterschied? Fläche ist natürlich hier deutlich größer als bei mir. Das sieht bei dir etwas schlechter aus, Philipp. Von daher glaube ich, dass man sich hier etwas freier, luftiger bewegen kann mit dem Bühnensektor. Du bist natürlich schnell und agil hier oben gewesen. Ich habe eine Sekunde mehr gebraucht. Ziele haben wir beide erreicht. Ich natürlich etwas mit Ergonomie, du auf Agilität. Definitiv richtig. Falk, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns ins Wochenende. Schönen Feierabend. Bis so, wie viel Zeit? So viel zum Thema drehbarer Korb bei der Hubrettungsbühne versus Drehleiter. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Drehleiter versus Hubrettungsbühne, schreibt uns einfach unten an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Bis zur nächsten Folge von Frag Philipp und Falk. Ciao.